Die besten springenden Tiere der Welt. Es gibt tausende von besonderen Fähigkeiten in dieser endlosen Welt des Tierreichs zu erforschen, nicht wahr? Es ist unmöglich, die interessanten Tiere nicht zu bewundern, die solche besonderen Fähigkeiten besitzen, die wir gerne hätten. Ein Gepard, der mit 120 Stundenkilometer rennt, ein Kangal-Schäferhund, der mit 743 PSI zubeißen kann, ein Stinktier, das einen sehr üblen Geruch abgibt, um sich zu schützen, Quallen, von denen man annimmt, dass sie unsterblich sind, eine Kobraschlange, die mit einem einzigen Biss das Leben von 20 Menschen nehmen kann, eine Katze, die die Psychologie eines Menschen korrigieren kann. Neben all diesen verschiedenen Eigenschaften lassen Sie uns einen Blick auf die Tiere werfen. Wilde Himalaya-Schafe. Eine der wichtigsten Eigenschaften der tibetischen Schafe ist die Struktur ihrer Füße. Sie brauchen keine Ausrüstung, um einen Berg zu erklimmen, wie wir Menschen. Auch müssen sie nicht tonnenweise Geld für ihre Ausrüstung investieren. Die Elastizität ihrer Hufe, die wie Gummi sind, erhöht die Kraft, sich am Boden festzuhalten. Deshalb können sie auch auf recht gefährlichen Klippen laufen. Dies ist der Hauptgrund, warum ihre Sprungfähigkeiten ebenfalls hochentwickelt sind. Ein wildes Himalaya-Schaf kann problemlos zwischen zwei Klippen springen, die recht weit voneinander entfernt sind. Kaninchen. Wie Sie wissen, können diese niedlichen Freunde von uns nicht laufen. Denn ihre Fußstrukturen sind auf das Springen hin entwickelt worden. Genau wie bei den süßen Spatzen. Abgesehen von den Kaninchen, die Sie zu Hause oder in Showprogrammen sehen, werden Sie überrascht sein, wie weit diese freilaufenden Kaninchen, die in der Natur grasen, springen können. Kaninchen mit bogenförmig geformten Beinen können bis zum Zehnfachen ihrer Körperlänge springen, was ungefähr 5 Meter ausmacht. Känguru. Es gibt über 60 Arten von Kängurus in Australien und fast jede einzelne Art von ihnen ist in der Lage, außerordentlich zu springen. Außerdem sind sie im Vergleich zu den schnellsten Kurzstreckenläufern der Welt doppelt so schnell. Kängurus verbrauchen sogar weniger Energie, wenn sie schneller werden und machen keinen Schritt, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Sie erhöhen einfach ihre Sprungweite ein wenig mehr. Die Kängurus speichern ihre gesamte Energie in ihren Beinsehnen und Schwänzen, damit sie beim Springen laufen können, anstatt zu gehen. Sie springen so hoch, dass sie in einem einzigen Sprung eine Strecke von 9 Metern zurücklegen können. Grashüpfer. Grashüpfer sind als eine Art der Zikaden bekannt und sie sind eine Art von Käfer, der sehr weite Strecken springen kann. Dank ihrer Hinterbeine können sie 20 Mal weiter springen als ihre eigene Körperlänge. Sie haben elastische Bänder an ihren Knien, die einer Feder ähneln. Um einen weiten Sprung zu machen, bekommen sie Kraft von diesen Bändern. Damit ein Mensch zum Beispiel mit den Fingern schnippen kann, muss er den Daumen auf den Mittelfinger drücken, wobei die Sehnen in den Muskeln gedehnt werden müssen. Diese Sehnen speichern die gesamte Energie, die sie aufwenden müssen, um mit den Fingern zu schnippen. Grashüpfer speichern ebenfalls viel Energie in ihren elastischen Sehnen an den Knien, um diese großen Sprünge zu ermöglichen. Spinne. Diese achtbeinigen Kreaturen, die vielen von uns Angst oder Ekel einflößt, können dank ihrer Beine 2 bis 3 Meter weit springen. Mit ein wenig mathematischer Berechnung schaffen sie es auf das Hundertfache ihrer Körperlänge. Wenn man annehmen könnte, dass ein Mensch 100 Mal über seine Körperlänge hinausspringt, verdienen Spinnen eine Standing Ovation. Sie bleiben so lange in der Luft, dass wir uns fragen, ob sie Flügel haben. Darüber hinaus erhöhen Spinnen die Menge an Flüssigkeit, die sich in ihren Hinterbeinen ansammelt, um das volle Potenzial ihrer Beine zu nutzen und den Schub ihrer Muskeln einzusetzen. Aus diesem Grund machen sie einen geradlinigen Sprung. Frosch. Hier ist ein reines Talent, das die olympische Medaille verdient hat. Eine spezielle Rasse eines Frosches ist für seine Sprungfähigkeit bekannt. Dank seiner langen Hinterbeine kann er bis zu 15 Meter weit springen. Wie das? Alle anderen Frösche haben einen Auslösungsmechanismus, der es ihnen ermöglicht, ihre Muskelsehnen zu spannen und während des Sprungs Energie zu speichern. Dadurch können sie 7-mal mehr als ihre eigene Körperlänge springen. Kängurumaus. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Art von Maus schon einmal begegnet sind, aber das wäre die beste Beschreibung für Sie. Es ist ein winziges Nagetier mit den Sprungfähigkeiten der großen Kängurus. Der Grund, warum man dieses Nagetier als Kängurumaus bezeichnet, ist, dass ihre Hinterbeine genau wie die vom Känguru aussehen. Diese Ratten sind dank ihrer Beine bahnbrechend. Sie können mit einem Sprung genau 4,5 Meter weit springen, was dem 45-fachen ihrer Körperlänge entspricht. Floh. Als Kind waren wir alle in Gefahr, Flöhe zu bekommen. Dieses kleine Ungeheuer, die von Kopf zu Kopf springen, sind auch sehr hartnäckige Insekten. Allerdings ist die Sprungkraft von Läusen nicht mit der von Flöhen zu vergleichen.
Denn Flöhe können das 150-fache ihrer Höhe und das 220-fache ihrer Entfernung springen. Flöhe benutzen keine Muskelkraft zum Springen. Sie speichern die Energie, die sie brauchen, um sich in die Luft zu katapultieren, in einem federnden Polster oberhalb ihrer Hinterbeine. Die Substanz in diesem Polster ist eine elastische Substanz, die in der Natur bekannt ist. Dank dieser Eigenschaft verdienen sich Flöhe den Titel des hüpfendsten Tiers im Verhältnis zur offenen Körpergröße. Bonusinhalt: Mexikanische Bohne. Ja, Sie haben recht, das ist kein Tier, es ist eine Pflanze. Aber können Pflanzen springen? In Zeichentrickfilmen ja, aber was könnten sie im wirklichen Leben zum Springen bringen? Laut der mexikanischen Bohne geht es tatsächlich eher um Leben und Tod als um eine Fähigkeit. In diesen Bohnen befinden sich winzige Raupen. Ihre Futter- und Unterschlupfplätze sind genau hier. Da sie sich in den wärmeren Monaten nicht gerne aufwärmen, hüpfen die Raupen, indem sie sich schnell im Inneren der Bohne bewegen. Natürlich können sie nicht hoch und weit springen wie andere Tiere, aber all diese Anstrengungen sind bewundernswert.